Jetzt gibt es bei dem Thema, wie entwickelt sich das über das Leben, nun eine sehr interessante und faszinierende Erkenntnis. Wenn wir uns Fähigkeiten und Handwerkszeug angucken, die entwickeln sich im Laufe unserer Lebensbiografie ganz klar von wenig nach viel. Das ist kumulativ. Viele Dinge können Sie eigentlich gar nicht verlernen, selbst wenn Sie es wollten. Ja? Es ist kumulativ und mehr. Wissen und Erfahrung geht von wenig nach viel. Aber wie entwickeln sich Orientierungen? Orientierungen sind ihrem Wesen nach Antagonisten. Je mehr sie in eine Richtung orientiert sind, umso weniger sind sie per Definition in die Gegenrichtung orientiert. Ich will das Modell jetzt hier nicht zu komplex machen mit den Orientierungen. Ich mache dafür mal ein Beispiel. Das ist der eben zitierte Manager Herr Meier. Ja? Und ich habe hier mal beispielhafte Orientierungen angefügt, wenn wir sagen, je mehr Herr Meier analytisch orientiert ist, also je mehr er dazu tendiert, Aufgaben unter einer zerlegenden, gründlichen Perspektive zu bearbeiten, umso weniger ist er ganzheitlich intuitiv und emotional orientiert. Was nicht schwarz und weiß ist, sondern grau. Aber das ist Charakter. Diese Grauschattierung nennen wir Charakter. Wenn wir sagen, Herr Meier ist ein strategisch orientierter Manager, dann bedeutet das, wenn Herr Meier ein Problem auf den Tisch fällt, dann fragt sich Herr Meier, was sagen mir meine langfristigen Prinzipien, Werte und Überzeugungen darüber, wie ich mit dem Problem umgehen muss? Und Herr Meier opfert als strategisch orientierter Manager auch schon mal situativen Erfolg für den Reinheit der Prinzipien. Wenn wir sagen, Herr Meier ist ein sehr situativer Manager und ihm fällt ein Problem auf den Tisch, dann fragt er sich, wie kriege ich jetzt schnell die Kuh vom Eis und macht daraus einen Erfolg. Und unser situativer Herr Müller opfert im Zweifel auch mal die Reinheit von Prinzipien zugunsten schneller und pragmatischer Lösungen. Und Sie sehen, das ist ein Antagonist. Sie können natürlich immer beide Karten mal ziehen, aber Menschen unterscheiden sich, wie vehement sie die eine oder andere Karte ziehen und in wie vielen Situationen sie die eine oder andere Karte ziehen. Wenn wir sagen, Herr Meier ist ein teamorientierter Manager und es ergibt sich ein Konflikt zwischen der Durchsetzung seiner Ziele und der Aufrechterhaltung von Teamharmonie und guter Partnerschaftlichkeit, dann opfert Herr Meier lieber ein bisschen Teamharmonie und setzt dafür seine Ziele durch. Der durchsetzungsbereite Herr Müller opfert hingegen lieber, der teamorientierte Herr Meier opfert lieber ein Stück seiner Ziele, macht Kompromisse und hält dafür die Beziehungsqualität hoch. Unser durchsetzungsorientierter Herr Müller opfert im Zweifel lieber Teamharmonie und setzt dafür seine Ziele durch. Und auch das, sehen Sie, ist ein Antagonismus. Sie können in bestimmten Situationen beides, da komme ich auch zu, aber trotzdem ist das, was wir Charakter nennen, ja, dass Sie in tendenziell mehr Situationen die eine oder andere Seite dieser Orientierung aktivieren und das mit mehr Vehemenz oder Motivation tun. Ja. Und wenn wir sagen, Herr Meier ist ein sehr teamorientierter Manager, das heißt, er opfert lieber Ziele als Beziehungsqualität, dann wird er im Laufe seiner Entwicklungsbiografie andere Kompetenzen stärker entwickeln. Er wird nämlich das Thema Empathie, das Thema Konfliktmanagement, Verhandlung, das Thema persönlichen Bezug tendenziell stärker ausbilden und üben und als innere Struktur etablieren. Insofern wird man sagen, unser teamorientierter Herr Meier hat damit natürlich das Potenzial, gerade in den Kompetenzen besonders gut zu werden. Und unser durchsetzungsorientierter Herr Meier lernt siegen, kämpfen, Rache nehmen und Stärke zeigen und entwickelt eben andere Kompetenzen besonders stark. Aber wir starteten mit der Orientierung. Und das Interessante ist jetzt, Stärken und Schwächen sind psychologisch gesehen das Gleiche. Es sind zwei Seiten der gleichen Medaille. Je stärker auf der Orientierungsebene eine Seite ausgeprägt ist, umso mehr und umso leichter wandeln sie das Potenzial in Kompetenz um. Je geringer die Orientierung auf der anderen Seite ist, umso schwerer ist es, aus der antagonistischen Seite Kompetenz zu machen. Wir können anders sagen, Stärken bezeichnen wir die motivierte Seite
einer Kompetenz. Und unsere Schwächen sind die Seiten, die wir nur für Willensstärke aktivieren. Also wenn wir sagen zum Beispiel, Herr Meier ist ein sehr intuitiver, ganzheitlicher Manager, dann weiß seine Motivation, bringt ihn dazu, Dinge eben emotional, pragmatisch, ganzheitlich zu beurteilen. Das heißt nicht, dass wenn wir ihm 50 Seiten Zahlen auf den Tisch knallen und sagen, wir brauchen mal eine fundierte Auswertung, dass er das nicht tendenziell auch als Fähigkeit ausbilden kann, aber nur für den Preis für Willenskraft, nicht für Motivation. Auch sehr, ich sag mal, einfühlsame und teamorientierte Leute können sich manchmal durchsetzen. Aber das ist nie die Seite der Lust, es ist immer die Seite von Willenskraft. Ich sage nochmal ganz kurz, um den Unterschied zwischen Willensstärke und Motivation zu zeigen. Nehmen wir mal an, Sie machen Diät und sitzen vor einer Torte, dann ist Ihre Motivation, die Torte zu essen, hoch. Wenn Sie es lassen, aufgrund der Diät, war es Willensstärke. Das heißt, Willensstärke bringt uns dazu, auch die antagonistischen Seiten unserer Orientierung benutzen zu können. Und je mehr Willensstärke, umso breiter ist Ihr Verhaltensspektrum, was Sie anwenden können. Je mehr Sie festgelegt sind auf die motivierte Seite einer Kompetenz, umso weniger können Sie die anderen Joker aus dem Ärmel ziehen. Ja. So, und damit ahnen Sie auch schon, dass wir einen weiteren Faktor zum Thema Potenzial hinzugefügt haben, den ich gleich auch nochmal zusammenfassend sage. Aber man kann schon mal vielleicht folgendes Fazit ziehen. Kompetenzen sind immer antagonistisch und Sie haben eine Kompetenz nur verstanden, wenn Sie Ihr Gegenteil verstanden haben. Erst dann haben Sie im Grunde den Kernpunkt verstanden, der in dieser Kompetenz steht. Weil mit jeder Kompetenz zahlen Sie einen Preis, mit jeder Stärke zahlen Sie einen Preis auf der gegenüberliegenden Seite. Sie können nicht alles, sonst hätten Sie ja keinen Charakter. Ja? So, und das bedeutet, wenn Sie Führungskräfte mit großen Stärken sehen, sehen Sie auch immer Führungskräfte mit großen Macken. Und diese Macken sind im Allgemeinen genau auf der antagonistischen Seite zu suchen. Und Personalentwicklung versucht im Allgemeinen immer Leute in Kontexte zu entwickeln, in denen die Macken dann nicht so erfolgshinderlich sind. Ja, wir können zum Beispiel sagen, von seiner Orientierung her ist Herr Schmidt sehr skeptisch, misstrauisch, vorsichtig. Dann sagen wir, okay, der geht in der Revision, so werden Stärken draus. Ja, und es bleibt im Grunde, Sie sehen, der antagonistische Mechanismus. Entlang der Motivation entwickeln wir unsere Stärken, entlang der Willenskraft halten wir uns flexibel und wir können auch mal andere Karten aus dem Ärmel ziehen, aber wir werden diejenigen Kompetenzen, für die wir Willenskraft brauchen, üblicherweise nie mit der gleichen Leichtigkeit und mit der gleichen Stärke spielen können, wie die motivierten Seiten einer Kompetenz. Wenn wir sagen, Potenzial ist die noch nicht realisierte Seite einer Kompetenz, dann würde daraus folgen, dass Potenzial im Grunde sich aus folgenden Dingen zusammensetzt. Der Richtungspfeil unseres Potenzials sind unsere Orientierungen. Potenzial ist keine Persönlichkeitskategorie an sich. Sie können nicht sagen, der Herr Schmidt hat Potenzial. Potenzial ist immer irgendwo für. Wird er jetzt Weltklasse-Sänger, wird er Abteilungsleiter Revision oder wird er Vorstandsvorsitzender? Das ist was völlig anderes. Potenzial gibt es nicht als allgemeine Kategorie. Und den Richtungspfeil des Potenzials sehen Sie an Orientierung. Die Energie zur Realisierung des Potenzials nennen wir Motivation. Und große Potenziale brauchen große Motivation. Am Beispiel Führungspotenzial mal gesagt, Führungspotenzial bedeutet, Sie können sich selbst in größeren Schuhen sehen und trauen sich die Realisierung größerer Aufgaben zu. Je größer die Schuhe sind, in die Sie sich sehen können, umso größer ist mal diese Minimalvoraussetzung für Führungspotenzial. Und wenn Sie sich nun sagen, ich möchte Teamleiter Callcenter werden und ich möchte den Hunger in Afrika besiegen, da sehen Sie direkt, dass Sie selbst sich in einem unheimlich unterschiedlichen Ausmaß in große Schuhe setzen können müssen. Ja? Und je größer Ihr Führungspotenzial ist, umso mehr in gewissem Sinne Selbstüberzeugung, Selbstvertrauen, wir können auch manchmal sagen, Selbstverliebtheit oder Narzissmus brauchen Sie als Grundlage von Potenzial, weil sonst machen Sie sich ja überhaupt nicht auf die Reise. Insofern ist diese Triebfeder unverzichtbar. Führungspotenzial setzt unbedingt voraus, sich in größeren Schuhen sehen zu können. Die Realisierungswahrscheinlichkeit unseres Potenzials ist dann unsere Willensstärke, weil wenn wir über Führungspotenzial reden, dann gibt es immer eine Welt, die gegen uns ist. Wenn wir nur magnetische Ziele anstreben, die sich von allein erreichen, brauchen wir ohnehin kein großes Führungspotenzial.
Führungspotenzial brauchen wir nur für solche Ziele, bei denen sich die Welt irgendwie widersetzt. Und dann ist auf dem Weg Willensstärke. Und auch was als Motivation begann, wird im Laufe des Lebens Willensstärke benötigen. Sie sehen das bei Kindern. Die ersten Stunden Musikunterricht sind Motivation. Wenn dann nicht Motivation zur Willensstärke wird und auch demotivierende Phasen und Zeiten überstanden werden können durch Willensstärke, dann wird das Instrument nicht gelernt. Ja. Im Sport genauso. Jede Höchstleistung beginnt motiviert, aber aus Motivation muss sich Willensstärke speisen können. Und das Ausmaß der in Ihnen aktivierbaren Willensstärke ist natürlich oben durch das Ausmaß von Motivation begrenzt. Mehr Willensstärke als Motivation geht nicht. Und ob eine hohe Motivation auch zu hoher Willensstärke führt, ist eine Charakterfrage. Das Ausmaß unseres Potenzials ist unser Talent. Da kann man sagen, das sind letztendlich die tatsächlichen biologischen oder psychischen Dispositionen, die wir mitbringen. Potenzial zum Top-Basketballspieler haben Sie nur bei einer ganz bestimmten körperlichen Konstitution. Und die Flexibilität unseres Potenzials liegt im Thema Selbstreflexion, weil Selbstreflexion ja bedeutet, sich selbst in Verhaltensoptionen austesten zu können, gedanklich. Und gerade im Thema Führung ist das eine ganz wesentliche Grundlage dafür, dass Sie sich gedanklich Situationen vorwegnehmen können, um dann die richtige Strategie wählen zu können. Sei es mal, weil sie motiviert ist, sei es mal, weil es gegen ihre Motivation ist, aber Willensstärke da ist. Ja. Und jede Potenzialanalyse, die wirklich im eigentlichen Sinne Potenzialanalyse meint, muss letztendlich bei diesen Faktoren ansetzen. Ich sage mal so ein paar Thesen, die sich daraus ableiten. Eines ist klar, in engen unternehmerischen Strukturen entfaltet sich Potenzial nicht. Weil natürlich Potenzial eine Spielwiese braucht, eine Herausforderung braucht, damit sich Kompetenz etablieren kann. So, und wenn man manchmal Kunden hat, die zum Beispiel sehr wenig Nachwuchspositionen mit internen Kandidaten besetzen können und sehr viel extern rekrutieren müssen, dann liegt das zumeist an engen Strukturen, die Leuten mit großer Motivation nicht die Herausforderungen und Gestaltungsfreiheiten bieten, die zur Realisierung des Potenzials notwendig wäre, und Leute mit großer Motivation suchen sich dann andere Spielplätze. Insofern schafft man teilweise in engen Strukturen Inseln mit breiterer Freiheit, Projekte in Führungsnachwuchskreisen und so, damit sich Potenzial entfalten kann. Vieles, was im Unternehmen Potenzialanalyse genannt wird, ist eigentlich Kompetenzanalyse. Das ist nicht schlimm. Wir gucken uns oft eben Fähigkeiten an. Es geht auch nicht ohne, weil sie immer erwarten, dass Leute schon eine Menge innerer Strukturen mitbringen. Aber im ureigenen Sinne ist ja die realisierte Fähigkeit eben schon da. Und wenn sie schon da ist, ist sie in dem Sinne, in dem Augenblick kein Potenzial mehr, sondern ist schon Kompetenz. Motivation, Orientierung und Ausmaß der aktivierbaren Willensstärke sind in jeder Potenzialanalyse unverzichtbare Bestandteile, weil die letztendlich die Prognose darüber erlauben, was noch werden könnte.